Jawoll, danke, Digga. Warum, warum kann man da nicht runterspringen? Oh, sehr schön, danke. Er hat jetzt echt keinen Bock, dir noch länger zu suchen. Warum kann man da nicht runterspringen? Hä? Frag mal sich, ne? Woran halt die Legen? Oh, hier am Shop. Und jetzt? Tag gesagt, hier ist wieder der Gaffel von Alman Achims und es wurde irgendwie an mich herangetragen, dass ihr euch auch mal wünscht, so ein paar längere Spielszenen zu sehen, anstatt hier sozusagen immer nur die Sekunde, in dem der Kill passiert. Insofern heute mal ein bisschen eine andere Schnitttechnik, wa? Haben wir einfach mal ausprobiert jetzt und ja, freue mich natürlich über Feedback, wa? Genau. Kurz zum Thema, aber ihr seht es schon am Titel. Also ich sag mal so, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Wir fangen aber trotzdem mal erstmal mit dem Licht an und sehen uns dann gleich wieder. Wollt ihr wieder links gesagt, zu weit weg. Ganzes Team da oben. Und check die Truhen nicht öffnen, die hier oben liegen. Ah. Orange wieder, wa? Ja. Toll. Achim. Dann gleich dir erst Orange mal Achim, hast, hast du direkt erstmal die Truhe eröffnet, die da lag, wa? Ja. Aber erst mal, das war schon, das war noch bevor das gemacht hat. Hit. Track dein. Was ist der Inferno, Alter? Hm. Oh, hab ich noch getroffen. Wie ist der einfach? Der Entfernung, Alter? Was ist der Entfernung? Großer, nein. Oh nein, oh nein, ich hab mal laufen. Oh Gott, oh Gott, hast du eine Gasmaske gepickt, oder? Ja. Wo seid ihr? Wie seid ihr da hochgekommen? Wir sind auf dem Dach, wir sind abgesprungen darauf. Nein, okay. Lol, Alter, wie krass seid ihr bitte? Über Axel quasi. Ich stehe hinter der Mauer auf entspannt. Happen in der Luft. Nice. Scheiße. Da vorne. Grün. Lifehack. Nein, hinter mir. Oh, hier. In der Zone. Nice, 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 nice. Scheiß auf mich, scheiß auf mich. Spiel einfach. Noch zwei Gegner. Oder nee, hol mich. Fuck. Ja. Nee, egal, spiel, scheiß drauf. Okay. Wenn du beim. Noch zwei Gegner. Sind. Oben auf dem Dach, oben auf dem Dach. Alter, wir können hier immer noch auf dem Dach sein. Oder muss moven. Ja, nice. Abi K.O. Ich glaube, der andere ist auch noch auf dem Dach. Auch noch? Ja, der andere ist auch noch auf dem Dach. Ja, ja, Mann, ja. Stark. Digga, 2-8 Damage, jetzt! Oh, und ja, er hat's Mann. Geschafft. Und der Klartek ist wieder da, Alter. Und er darf den Klartek gleich machen. Jawoll, da haben wir ganz souverän hier mal wieder einen Warzone-Sieg eingefangen. Ne? Also lässt, glaube ich, keinen Zweifel daran, dass wir es können. Wenn wir wollen. Gut, ich hatte es halt schon angekündigt, ja. Wa? Es gibt auch so, wie soll ich sagen, naja, die anderen Momente halt. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Und ich denke auch, der ein oder andere war so ein Spieler, wird sich hier auch wiedererkennen, wa? Nimm mal einer bitte eine Platte.
Eine, danke. So. Danke. Nee, da Alter. Digga, sorry, ey. Ich wollte nicht die 5 abgeben. Ja, wir. Okay. Als ob die bei mir nicht hingucken. Hab's doch normal gesagt. Hab's doch nicht mal unfreundlich gesagt. Ach, ey, ob man immer auf dich warten muss. Alter, ein scheiß Wind geholt und schon ist hier nur noch scheiße. War so klar, es war so klar. Oh, ey, komm hier raus. Ey. Das war so klar, Alter. Da, da holt also, man einfach so. Wind, Alter, komm mal auf den Hardfield, hier sind 6 Leute. Die bräuchte ich noch. Können wir kaufen. Können wir kaufen, ja. Ich hab Geld. Alter, ob der das ist, auch mal hinlegt. Ah ja, du warst ja geizig, warst du. Ja, ja. Ja, danke. Danke für die Platten, du Arsch. Ist gerade explodiert. Oh. Ach, das geht nicht, ja? Die Totenstelle kannst du mal mitnehmen. Nee, doch, das geht schon. Die ist einfach abgelaufen. Ja. Die lag halt eine Weile hier im Kopfgeld. Was soll ich dazu, sobald man eine neue Kiste wirft, geht die andere weg. Superstar sind Gegner. Wohl, das kann dann sein. Ja. Ich hier drin? Okay. 2 direkt. Money Mac Ten ist scheiße, Alter. Mach dir doch mal eine Milano. Hab ich nicht. Der wird schon fest die. Level die doch mal. Ich hab alle geholt. Wirklich alle 3? War Team ausgelöscht, ja. Nice. Na, ich hatte einen Kill und du hattest wer. Ja, ich hab die Tür aufgemacht, Alter. Und da lagen einfach 2 Claymores auf dem Boden und 3 Typen saßen da. Sick. Also. Digga, die C58 macht sonst, Alter. Ja, die Zick. Endlich mal ein Julak gewonnen. Nice. Julak. Julak. Merkt man, dass du kein Berliner bist. Ja. Geht sie dabei? Auspushen ist immer Pisse, aber egal. Komm ich denn hier hoch, ey? Könnt ihr mal was raten? Oh, ist weg. Oh, da oben ist er auf dem Dach. Oh, Raketenabfassung. Egal. Wie? Rezi ist drauf. Ja, hat mal gekillt. Ich weiß nicht, wodurch ich schon wieder gepickt wurde, Alter. Einmal lag ich wieder. Was ist? Also ist nur noch einer am Leben, Mann. Einer hat die Kleine. Da ist Kuschus da. Okay, okay. Männer, okay. Digga, die Milano ist doch scheiße. Ich treffe jeden Hit, wippt er nicht. Aber wann? Ich dachte, ich bekomme nicht den Support, Alter. Willkommen im Gulag. Wenn du überlebst, erhältst du die Freiheit. Digga, wow, er hat noch 2 AP, Alter. Was ist denn? Der gleiche Typ. Ich dachte, die Nades pickt dich nicht. Die waren zu zweit auf jeden Fall noch. Ja. Wo steht denn das, wo man das machen kann, die Tastenkombi? Nee, Hansi, jetzt kämpfe erstmal. Ach nee, warte, scheiße, das bin ja ich, Digga, das ist mir letztens schon mal passiert. Jetzt erstmal. Scheiße, und jetzt hab ich verloren, Alter. Digga, ich dachte, du wärst das, Alter. Arschleck. Man wechselt jetzt schon selber. Dabei steht da eigentlich ganz per Zuschauen und runter, oder nicht, halt. Oh, aber eine starke Runde von mir auf jeden Fall. Hey, you, wir wollen halt die Lehen. Josef, kannst du mal. Digga, da waren 3 Teams, da waren 3 Teams, da waren 3 Teams. Ich habe beide. Beide von 2 Teams getötet, dann war noch ein drittes Team. Ja. Komm, Digga, spiel doch, du bist im Gulag, hallo. Nein, ich bin nicht im Gulag. Digga, ach, ich bin im Gulag. Ich bin nicht im Gulag. Ah, okay, scheiße, okay, dann kannst du mir jetzt eine fette Backpfeife geben, Digga. Dann kannst du mir jetzt eine richtige Backpfeife geben, Digga. So eine richtige Cockschelle, türkischer Style, Digga.
Digga, ich war's, Digga. Ich dachte, du wärst es, Alter. Okay. Ja, gut. Was soll man da noch sagen, wa? Also, ich denke mal, die Bilder sprechen für sich. Hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß. Ja? Wie ihr sagt, sagt mir mal Bescheid, wie ihr das so findet mit der anderen Schnitttechnik. Und, ja. Ich würde sagen, das war's dann wieder für heute. Natürlich, ihr kennt meine Videos. Am Ende haben wir immer noch einen Schmankerl. Diesmal ein kleines philosophisches Moped. Zwar kann man auch immer aus negativen Dingen auch was für sich rausziehen. Ja? Und in diesem Fall ist es ein eingewachsener Zehnagel. In diesem Sinne, Zeig, reinjauen. Ja, meine Meinung. Deine Meinung. Aber auch nur eure Meinung. Aber dafür eine gute. Ja. Ja, mein C tut schon wieder so ultra weh, Junge. Dein C? Achso, ja, mit dem Fußnagel, ja. Ja. Schmier ja, den Tasten selber drauf. Naja, aber du stehst auch drauf. Ich stehe auch drauf. Ja, ich meine, sonst hättest du ja mal was gemacht. Vor allem kann ich halt auch dann einfach alle zwei Wochen mir mal einen K.O.-Tag auf den nehmen, so. Ja, ist doch geil, Digga. Oh, ich kann halt wieder nicht laufen, C wieder, aber du bist ja immer wie immer, wa?